Es geht heute um Faulheit, aber da wir hier an der Universität sind, nennen wir das nicht Faulheit, wir nennen das Delegieren. Das Substantiv davon ist natürlich Delegation. Und es geht konkret um ein Beispiel einer sehr, sehr guten Herangehensweise an die Faulheit, also an eine sehr gute Delegationspraktik, und zwar die Delegationspraktik der IHK Bochum, der Internationalen Handelskammer Bochum, für diejenigen, die das Skript nicht gelesen haben, in China. Genau. Sie sehen hier anschaulich eine Karte von China. Die macht klar, China ist sehr groß. Das heißt China. Wirklich sehr groß. Und mit China will sich natürlich niemand so richtig beschäftigen, weil das ist halt so groß. Ne? Ja, wir sehen hier die Handelskontakte in China. Und da ist schon das erste Anzeichen für diese Faulheit. Sie sehen, diese Kontakte, die sind alle sehr nah zusammen. Die Leute, die hatten nicht so wirklich Lust, weit zu reisen. Und das spart natürlich auch Reisekosten, dadurch, dass man in einer Stadt, also in zum Beispiel Nanjing, das ist östlich, für diejenigen, die in Geografie nicht so gut sind, das ist rechts bei der Karte, zum Beispiel in Nanjing einen Stützpunkt haben, und dann können die da rundherum reisen. Deswegen ist das auch so ein Halbkreis quasi in Nanjing. Die waren halt zu faul, so in alle Städte zu reisen, und deswegen ist das halt nur so rechts und überhalb von Nanjing, dass wir in der IHK Bochum diese Kontakte finden. Delegation aus Zuzu. Ich höre hier leichtes Gelächter. Ich weiß nicht, haben Sie den Kurs chinesischer Phonetik 1.0 noch nicht besucht? Dann mache ich das nochmal vor. Das heißt Delegation aus Xuzu. Danke sehr. Damit habe ich mir auch einen Doktortitel verdient. Die IHK Bochum hat schon langjährige Beziehungen, weil das dauert natürlich etwas länger, wenn man so Beziehungen aufbauen will. Das kennen Sie natürlich alle, meine Damen und Herren. Also nicht als Studenten, aber vielleicht später mal. Und zwar gibt es da bestimmte politische Persönlichkeiten in Xuzu. Zum Beispiel den, Sie sehen hier im zweiten Absatz, den ersten Satz, den Zhang Gaisheng. Klingt wie schwuler Wirt. Das ist dann die Verbindung zu dem Bier. Und zwar hat er im Sommer 1996 halt so mit den IHK Bochum-Leuten zusammen heftig einen getrunken. Und dadurch wurde das erste Mal so eine Handelspartnerschaft aufgebaut. Weil die haben sich gesagt, Mensch, China und Deutschland, das ist so weit voneinander weg. Wir müssten uns eigentlich mal so zusammensetzen und öfter so ein bisschen chinesisches und deutsches Bier trinken. Und dann kamen noch andere Leute dazu und die haben dann gesagt, Mensch, aber wir haben in Xuzu ganz viele Spezialisten. Nicht fürs Bier trinken, sondern für den Bergbau. Und die haben herausgefunden, Mensch, wir haben auch was anderes außer Bier. Wir haben natürliche Rohstoffe. Natürliche Rohstoffe. Ja, ganz, ganz wichtig in China, weil China ist groß und diese Rohstoffe müssen genutzt werden. Und als natürliche Rohstoffe, die in Xuzu genutzt werden sollten, war Steinkohle? Wir haben noch eben Braunkohle. Ja, irgendwie. Naja, es war, angeblich war Steinkohle, aber eigentlich war es Braunkohle. Aber auf jeden Fall wollten sie das nutzen, deswegen haben die zusammen eingesoffen und haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt, hey, abbauen, jetzt! Und haben ein Kraftwerk aufgemacht und haben dann
Bergwerke aufgemacht und haben sich gesagt, hey, wir bauen jetzt hier Steinkohle ab. Und das war ein großer Erfolg. Ja. Und nachdem die in Xuzhou so großen Erfolg hatten mit deutschem Bier, sind die nach, für diejenigen, die Chinesisch 1.0 nicht belegt haben, nach Huainan! Das ist die offizielle Aussprache. Nicht nach. Das ist sehr rassistisch. Und jetzt fragen Sie mich nicht, ob das gegendert ist. Und in Huainan, Entschuldigung, Huainan, da wurde dann die Sekundärproduktion betrieben. Das heißt, man hat die Steinkohle genommen und hat das Ganze für was Gutes eingesetzt, nämlich für so umweltschonende Sachen wie Chemie, Pharmazie, Baumaterialien, also Baumaterialien wie Asbestball. Damals hat das noch gehalten. Papier, natürlich nicht chlorfrei gebleicht, weil wir wissen alle, chlorfrei gebleichtes Papier, wer will das schon benutzen? Das ist nicht weiß. Und sagen wir nochmal ganz ehrlich, wir als Deutsche wollen weißes Papier. Natürlich hat man das Ganze auch zur Produktion von Leichtmetallen wie Kruppstahl, Maschinenbau, also Panzer, die wir dann nach Israel exportieren können, und Textilien, also Fallschirmspringer, Schirmen und so, benutzt. Und es gab dann auch Steuervergünstigungen, also in Deutschland und in China, weil das Ganze, das war toll. Und weil es halt in den beiden chinesischen Provinzen so gut geklappt hatte, ging man dann weiter nach Kunshan. Man hat dann weitergemacht in Liaocheng. Und Qingming. Und hatte man dann am 21.06.2005 endlich die erste CIHD-Mitgliedsversammlung am 21.06. ein schicksalhaftes Datum für die deutsche Wirtschaft, meine Damen und Herren, weil nämlich in diesem Meeting verabschiedet wurde, dass nicht mehr als 220 Teilnehmer von der IHK Bochum nach China reisen dürfen. Das wäre sonst so aufwendig, da bräuchte man zwei Flüge. Das Ganze hat man in der Stadt Chengdu gemacht, weil die waren nicht ganz so verseucht wie alle anderen Städte. Und auch nicht so verseucht wie mein Vortrag. Vielen Dank.